und Arno Dübel, Deutschlands glücklichster Arbeitsloser, so wurde er mal genannt. Guten Abend, Herr Dübel. Guten Abend. Ich habe gelesen, Sie feiern jetzt quasi 30 Jahre Arbeitslosigkeit und in dem Sinne haben Sie wirklich eine Feier gemacht. Ja, richtig. Was gab's denn? Wer ist denn schon 30 Jahre arbeitslos? Aber die meisten freuen sich nicht darüber. Ja, die meisten interessiert mich nicht, aber ich freue mich doch. Wieso freuen Sie sich darüber? Ja, erstmal ist es gutes Geld, also dass ich leben kann, gut leben kann. Mhm. Warum soll ich also arbeiten gehen? Wie viel Geld bekommen Sie im Monat? Den ganz normalen Regelsatz, 359 waren das, ja. 359 Euro. Ja. Und die Miete? Das zahlt das Amt. Und noch? Kommt noch was dazu? HIW zahlt auch das Amt, also Strom zahlt auch das Amt. Und damit kommen Sie gut zurecht? Ja, ich lebe alleine, habe eine schöne Zwei-Zimmer-Wohnung. Ja, und aber Essen, große Sprünge können Sie nicht machen, in dem Sinne. Warum soll ich die machen? Brauche ich doch nicht. Auto? Nee. Wollen Sie nicht? Nein, nein. Mal in Urlaub fahren? Und dann alleine? Nö. Familie gründen? Auch doch nicht in meinem Alter mehr. Sie sind jetzt 53 Jahre alt, werden morgen 54, also Mitternacht haben Sie Geburtstag. Ja. Und im Prinzip kann man sagen, Sie waren nie wirklich in Arbeit. Also Sie haben Schule abgebrochen, Sie haben eine Lehre gemacht, als Maler, Tapezierer abgebrochen. Ja. Warum? Ja, das war alles so eintönig, immer das Gleiche, morgens aufstehen, hin, dann sieht man die Gesichter von den Arbeitnehmern da und man hat sich nichts Neues zu erzählen. So bin ich schön zu Hause, kriege ich das mal mit. Wenn ich arbeite, kriege ich gar nichts mehr mit. Sie haben aber zwischendurch mal immer wieder ein bisschen gearbeitet? Mal 14 Tage. Nie länger? Nö, mal 3 Wochen. Das höchste waren 5 Wochen. Mhm. Aber zwischendurch war ich auch mal krank, ne? Aber die Krankheit war der Hauptgrund aufzuhören, oder? Nein, ich meine jetzt so, dann hatte ich keine Lust, bin zum Arzt gegangen, habe mich krank schreiben lassen und war gut. Mhm. Was haben Sie alles ausprobiert an Arbeit? Oh. Also da habe ich wirklich die ganze Palette. So im Lager zum Beispiel, so im Laden, ne, so oben oder im Lager unten, je nachdem. Dann als Möbelpacker. War aber nichts dabei. Nein, nein, das war nur eine Woche. Ne, das war zu schwer alles und dann so Trepp rauf, Trepp runter. Gäbe es irgendwas, wo Sie sich vorstellen können, das könnte Ihnen Spaß machen? Jetzt nicht mehr. Wie jetzt nicht mehr? Jetzt bin ich zu lange raus. Jetzt morgens aufstehen. Was machen Sie denn den ganzen Tag? Ja, erstmal meine Wohnung sowieso. Dann habe ich einen kleinen Hund. Mhm. Ja, dann gehe ich mit dem schön raus. Ja, und dann gucke ich Fernsehen. Ja. Hobbys? Lesen? Irgendwas? Nö. Nö. Nö, das ist, die Zeit habe ich einfach nicht. Nee, die Zeit habe ich nicht lesen und so. Warum soll ich das lesen? Nö. Ist mir zu lang, weil Schubrede, also das geht nicht. Als Sie ein kleiner Junge waren, haben Sie mal davon geträumt, irgendwas zu machen? Lokführer, weiß ich nicht. Oh, da müssen Sie meine Mutter fragen, das weiß ich nicht. Wir sind 10, ich habe noch 9 Geschwister, also 10 insgesamt. Und das kann ich mich heute noch nicht mehr daran erinnern, was ich mal werden wollte oder so. Kann man einfach sagen, Sie sind in Wahrheit faul? Das sehe ich nicht so. Das sehe ich nicht so. Mhm. Weil auf dem Sofa liegen würden ja gerne auch wahrscheinlich ein paar machen, die arbeiten gehen. Macht aber nicht jeder. Ja, also ich gehe nicht mehr arbeiten, jetzt sowieso nicht mehr. Ich bin schon zu lange raus einfach. Das ist für mich nichts mehr. Ich kriege doch jetzt mein Geld. Sind denn alle, die arbeiten gehen, trotzdem blöd? Nicht blöd, die tun mir leid, ja. Dass sie arbeiten müssen. Die müssen ja richtig arbeiten. Mhm. Die haben ja auch Familie und so weiter. Die wollen in Urlaub, was weiß ich nicht alles. Und ich bin alleine, ja. Und warum sollen jetzt alle, die arbeiten, für Sie mitzahlen? Ja, warum? Naja, könnte man sich ja fragen. Oder fragen Sie sich das nicht so? Doch, aber ich bin ja nicht alleine, der arbeitslos ist. Mhm. Ne? Es gibt ja Menschen, die sind ja noch fauler wie ich. Also doch faul? Ja, also was heißt, faul will ich nicht sagen. Das ist schon wieder zu weit hergeholt. Ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt, angenommen, jetzt morgen Arbeit kriegen würde, die mir Spaß macht, da könnte ich gar nicht lange sein, also. Das ist nichts. Sie fragen mich jetzt so einfach so glatt und schier. Ja, ich kann mir das nicht mehr vorstellen, jetzt richtig zu arbeiten. Wissen Sie, was ich nicht verstehe? Bitte? Es ist ja so, dass diese neue Gesetzgebung vor 5 Jahren, die in Kraft getreten ist, Hartz IV,
Da heißt es ja, jemand, der nicht arbeitet, der wird vom Amt also aufgefordert, arbeiten zu gehen, sich zu bewerben, Weiterbildungen zu machen. Machen Sie das alles nicht? Wie kommen Sie denn da drum rum? Da brauche ich nicht drum rum. Die schreiben. Ich habe mal ein Schreiben gekriegt. Mhm. Und dann bin ich auch hingegangen. Sonst gibt es eine Kürzung, hier 10% mäßig oder so. Ne? Schon mal passiert, dass was gekürzt wurde bei Ihnen? Einmal, ne? Einmal, ja. Mhm. Einmal. Und wenn Sie so ein Schreiben bekommen, was machen Sie dann? Ja, dann gehe ich zum Arzt, ne? Und da haben Sie immer einen, der sagt, der Kerl ist krank? Ja. Alles so klar. Für eine Woche oder so, dann schicke ich die Krankenmeldung ab. Mhm. Und dann dauert das ja immer wieder, ne? Wenn man wieder angeschrieben wird, die haben es langsam schon aufgegeben. Also die setzen Sie gar nicht mehr so richtig unter Druck? Können Sie auch gar nicht mehr. Wie denn? Ich bin jetzt 53, wer will denn noch so einen alten Mann haben wie mich? Ich bin mal gespannt, wir wollen die andere Seite hören. In Hamburg sind wir jetzt verbunden mit dem Leiter der zuständigen Behörde, mit der Hamburger, also der Hamburger Arge, Thomas Bösenberg. Herr Bösenberg, guten Abend. Schön, dass guten Sie Abend, da sind. Frau Meister. Sie haben Herrn Dübel jetzt gehört. Fragen sich jetzt viele, wieso kriegt er denn noch Geld? Können Sie uns das beantworten? Ja, zunächst hat Herr Dübel natürlich einen gewissen Unterhaltungswert, dem kann man ihn nicht absprechen. Gleichwohl muss man sagen, dass seine Haltung nicht akzeptiert werden kann, weil er natürlich dem Grundsatz des Fördern und Forderns ausweicht. Mhm. Er auch deutlich macht, dass er nicht arbeiten möchte und gleichzeitig die anderen Arbeitslosen, die von uns oder in ganz Deutschland betreut werden, in ein schlechtes Licht drückt. Das ist, finde ich, nicht hinzunehmen. Wir haben viele, viele Anstrengungen unternommen. Herr Dübel hat einige berichtet. Mhm. Wir sanktionieren. Sanktionieren heißt, dass derjenige, der nicht mitspielt, so wie es das Gesetz will, eine Kürzung der Grundsicherung bekommt. Wir machen das 19.000 Mal im Jahr in Hamburg alleine. Ja. Wir betreuen 190.000 Menschen, also die 10% Geldleistung von uns bekommen. 10% kriegen dann in Sanktionen etwa. Mal. Also das sind die Fälle insgesamt, da sind auch Mehrfachsanktionen für Einzelne dabei, aber insgesamt 19.000 Fälle. Und Sie haben Herrn Dübel gehört, es ist manchmal nicht so ganz einfach, wenn jemand sich eine Krankschreibung holt, dann können wir natürlich nicht sanktionieren, weil sein Mitwirken dann berechtigt nicht erfolgt ist. Wir hatten mal vorgeschlagen, dass man Krankschreibungen nur noch durch Amtsärzte akzeptieren soll. Das ist bisher nicht so geregelt worden, dann wäre es für uns etwas einfacher, mit diesem Phänomen klarzukommen. Ich möchte aber deutlich sagen, das Verhalten von Herrn Dübel ist nicht signifikant für die Arbeitslosen. Mhm. Viele, viele bemühen sich, einige müssen motiviert werden, aber die meisten wollen tatsächlich nach Kräften in Arbeit kommen. Was machen Sie denn, wenn die jetzt ankommen mit Motivationstrainer, Herr Dübel? Ja, was soll ich machen? Ich höre mir das erst mal an. Ja. Den Blödsinn, den höre ich mir erst mal an. Wieso Blödsinn? Ja, also ich weiß nicht, was wollen die da noch bei mir motivieren? Also das begreife ich nicht, dass die nicht einsehen wollen, dass ich nicht arbeiten will. Was würden Sie denn machen, wenn Sie keine Stütze vom Amt bekommen mit der Haltung? Würden Sie dann betteln gehen oder was wäre dann? Das ja nicht. Sondern? Betteln nicht. Die können mir ja nun nicht alles streichen. Das geht ja nun gar nicht. Ich muss erleben. Mhm. Aber was würden Sie denn machen, wenn es niemand gäbe, der dafür aufkommt, für Ihr Leben? Ja, dann ist man wohl tot besser drin, sage ich einfach mal. Wenn man jetzt mit ihm so redet, Sie nehmen mir das nicht übel. Nein. Ich würde nicht sagen, asozial, er ist krank. Er ist krank. Er ist krank, er ist psychisch krank. Wenn jemand so etwas sagt, nicht wahr, wie Bert das geschildert, ist nach meiner Auffassung krank. Ach, das ist doch und sonst würden Sie ja nicht alle 14 Tage zum Arzt gehen. Der schreibt Sie doch krank, also sind Sie krank. Auch noch Ihre Meinung. Wir müssen uns doch, wenn die 4 Millionen, 5 Millionen, 6 Millionen Leute... Bevor Sie auf die anderen kommen, darauf antworten? Weil Sie sind ja empört offensichtlich. Ja, also ich bin doch nicht krank, nur weil ich alle 14 Tage oder 3 Wochen mal zum Arzt gehe. Ach so. Bin ich doch nicht gleich krank.
Da sind Sie nicht krank, aber der Arzt schreibt Sie doch krank. Ja, natürlich. Obwohl, es gibt auch Ärzte, die, wenn Sie nicht krank schreiben, deswegen werden Sie nach meiner Auffassung trotzdem krank. Wenn die Millionen von Leuten, die wirklich einen Job haben wollen und sie sich drum bemühen, aber ihn nicht bekommen, ganz einfach deswegen, weil das Fördern hinten und vorne nicht mehr klappt. Ich war, wenn die das hören, denen geht ja das Taschenmesser im Hosensack von selber auf. Genau, weil die sterben ja vor Wut fast, ja. Wenn sie das hören, angesichts der Probleme. Jetzt lassen wir ihn halt in einer Gesellschaft, gibt es 200.000 Leute wie ihn. Und wir haben den Grundsatz, das war beim alten BSHG schon in Paragraphen 1 festgeschrieben, völlig richtig, jeder hat Anspruch auf ein menschenwürdiges Leben, er auch.